Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die positiven Weiterentwicklungen, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserungen für private Anbieter und die damit einhergehende Förderung der einzigartigen und auch lobenswerten Medienvielfalt in Bayern, wurden in der ersten Lesung zum Gesetzentwurf schon hinlänglich debattiert. Allerdings lässt sich nicht verhehlen, dass der Gesetzentwurf scheinbar mit heißer Nadel gestrickt wurde und an mehreren Stellen redaktionell per Änderungsantrag nachgebessert werden musste. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir begrüßen ausdrücklich, dass die Unabhängigkeit der Redaktion nun explizit im Gesetz verankert wird. Auch die Gewährleistung und Sicherung der Programmvielfalt und damit der Meinungsvielfalt sind hohe und hehre Schutzgüter für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Demokratie. Werte, die gerade in diesen Zeiten nicht oft genug betont werden können. Leider waren dies aber die einzigen Nachbesserungen, die getroffen wurden. Die von uns bereits angemahnte juristische Fehlkonstruktion hinsichtlich der Inkompatibilitätsregelung, die darauf abzielt, unerwünschte Personen aus dem Rundfunkrat zu entfernen, wurde nicht korrigiert. Nach wie vor will die Staatsregierung es dem Rundfunkrat erlauben, vom Landtag entsandte Mitglieder mit einfacher Mehrheit auszuschließen. Und dafür soll ein Verdacht reichen. Es reicht der Verdacht, ein Mitglied befinde sich in einer Interessenskollision. Dieser Verdacht wird groteskerweise auch noch auf Angehörige ausgeweitet. Sehr geehrte Damen und Herren, der Rundfunkrat wahrt als Aufsichtsgremium die Interessen der Allgemeinheit. Eine Überprüfung der Zusammensetzung des Rundfunkrats auf ihr realistisches gesellschaftliches Abbild wird aber von der Staatsregierung nicht angefasst und damit werden wichtige Chancen vertan. Beschränken Sie die Übermacht der Kirchen und tragen Sie dafür Sorge, dass die Zusammensetzung des Gremiums auch tatsächlich der gesamten gesellschaftlichen Breite Bayerns widerspiegelt, ihre Pluralität, Diversität, ihre Vielfalt, anstatt Ehrenvorsitzende und deren Angehörige als Bedrohung zu identifizieren. Nur so gewährleisten sie eine unabhängige Aufsicht des Bayerischen Rundfunks. Nur so gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftliche Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege. Für die Staatsregierung spricht jetzt noch der Staatsminister Dr. Florian Herrmann. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident.